Es ist Vorbereitungszeit. Es läuft die sechste Woche für die Fußballerinnen des FC Bayern. Am 18. August waren sie zu Gast im bayerisch-schwäbischen Tannhausen. Auf dem Programm das Testspiel gegen die männliche U17 der TSG und gleichzeitig die Gelegenheit der erste Einsatz für die beiden Neuen, für die Torfrau Katja Schroffenegger und für unsere Europameisterin Leonie Meyer. Ein weiterer Neuzugang beim FC Bayern konnte zwar noch nicht spielen, trotzdem stand Franziska Jaser in der Halbzeit im Mittelpunkt. Blumen für die Verteidigerin, die zu Saisonbeginn von Tannhausen zu den Bayern gewechselt ist. Ja, ich habe hier die letzten 5 Jahre jetzt gespielt, jede Woche beim Training gewesen. Und es war jetzt ein komisches Gefühl, mal als andere Mannschaft dann hier wieder herzufahren. Aber war auch ganz cool, die alten Bekannten wieder zu treffen und alles. Und ja, gab noch eine kleine Verabschiedung. Es war dann so, jetzt die Zeit eigentlich hier beendet damit. Aber Tannhausen, da war doch noch was. Richtig, auch der Bayern-Trainer Thomas Wörle verbindet einiges mit der Stadt. In meiner Jugendzeit habe ich ja viele Jahre hier in der Jugend bei der TSG Tannhausen gespielt und habe da eine sehr, sehr gute Zeit gehabt. Die erste Ausbildung bekommen dort und deswegen habe ich mich heute wirklich total gefreut, dass ich ja wieder sozusagen in die Heimat zurückgekehrt bin. Ich komme ja auch aus Tannhausen, meine Eltern wohnen in Tannhausen und war schön wieder mal in der Heimat zu sein. Fußball gespielt wurde auch. Neben zahlreichen Fans sah auch die Frauennationalmannschaft aus Katar ein munteres Spiel. Am Ende 2-1 für die TSG Tannhausen.